So, da bin ich wieder zu einem neuen Part von Tomb Raider Replay und dieses Mal nicht alleine, denn ja, in diesem Replay wird's im Vergleich zu damals, als ich noch das Ganze alleine erspielt habe, zu meiner Anfangszeit, Gäste geben und ein Ho, 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 der Weihnachtsmann ist da. ja, ein Standardgast ist schon mal dabei und das natürlich, ihr habt ihn schon längst erkannt und tausendmal abonniert. Der Sirax. Der andere soll im Grunde der Life Force sein. Den habe ich noch nicht erreicht. Tommy hat momentan keine Zeit, aber den TKJ7 hieß er, glaube ich, wird man ja auch noch sehen. Denn er ist einer der absoluten Tomb Raider Spezialisten und ich würde ihn auch gerne als Gast gern mal dabei haben. So, und wir haben hier drei Prüfungen zur Auswahl. Ich kenne die drei Prüfungen, ist alles noch recht einfach, weil es gerade mal das vierte Level ist. Ja, machen wir doch mal die zuerst. Hast du das Spiel auch original bei dir rumliegen, Das, oder? was man jetzt sieht, ist gerade original. Das ist. Ah. Ich habe die Cartridge. Die C Cartridge, sag ich schon. Die CD. Ich habe die zwei, ich habe beide Teile auch noch hier irgendwo rumliegen, aber das ist ja bei meinen Eltern. Ich habe die CD niemals verkauft. Ich habe die seit dem ersten Durchspielen damals immer behalten. Die waren mir echt heilig. Also das war für mich Jahr für Jahr immer wieder Highlight, dieses Spiel. Klar, Spiele, die einem gefallen, verkauft man nicht. Und Spiele, die einem nicht so zusagen, verkauft man, verschenkt man normalerweise auch nicht. Zumindest wenn man ein richtiger Gamer ist. Weil früher oder später zockt man sie dann doch und dann kriegt man doch plötzlich irgendwie wieder Bock dazu. Und was heißt wieder? Die Spiele gefallen einem plötzlich. Richtig. Und das Wahrnehmen. Weil der Geschmack, der bleibt ja niemals gleich. Ist da ein Secret unten? Nee, nur der Tod. Ja, das war mit Zelda ja auch so. Spieler, mit denen man groß wird. Bei mir war es halt zum größten Teil Spyro und SMW und Super Bomberman 2. Das ist ja quasi dein Speedrun-Game. Super Bomberman 2. Ja, das kriege ich sehr schnell durch. Läuft zwar nicht immer glatt, oftmals geht's schief. Aber das war tatsächlich ein sehr, sehr guter Run. Das ist ja quasi dein Game Nummer 1. Ja, das kann ich sehr gut. Bis man dann das falsche Item einsammelt. Und plötzlich andere Bomben legen kann. Das ist dann kontraproduktiv. Das habe ich zum Glück relativ schnell gemerkt. Trotzdem wurde ich dann getroffen, weil ich dann einfach so gedacht habe, hä, warum habe ich jetzt andere Bomben? Ich habe das noch offscreen aus reiner Neugier mal gespielt. Puh, ja, also Dein recht Genre will ist es jetzt nicht, oder? ich so nicht sagen. Erstmal war es für mich neu oder auch ja zugleich auch alt, weil ich es seit lange nicht mehr gezockt habe, Jahre Das vielleicht. war super. Das war Super Bomberman 2 gezockt. Ich weiß nicht, ich glaube ja. Es war ein Super Bomberman, aber ob es jetzt der erste oder zweite war, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber ich fand's recht cool. Ich finde halt persönlich gesehen ist der zweite in meinen Augen der beste Bomberman Teil auf der Super Nintendo. Und ich würde sogar, also für mich ist es persönlich sogar der beste Bomberman Teil, den es eigentlich Ich gibt. hab's erst gar nicht verstanden, das Vier-Prinzip. Ich glaube, man muss irgendwelche speziellen Sachen zerstören, damit sich eine Tür auföffnet und man weitergehen kann. Ja, das sind dann oftmals alle Gegner und im späteren Verlauf sind es sogar dann noch Schalter, also Gegner und Schalter, muss man halt. Welch komplexes Game. Na gut, komplex ist es nicht wirklich. Aber es hat Squalling, was die anderen Teile alle nicht haben.
zumindest in den Anfangslevel nicht haben. Und es ist halt, die Gegner sind halt nicht so assi, zumindest die meisten nicht. Und es hat im Komplettpaket stimmt halt einfach mal alles. Es sind halt wenige Spiele, die das behaupten können, im Komplettpaket einfach alles, dass da einfach alles passt. Ich muss sagen, der Speedrun war nice zu deinem Bomberman-Game. Ja, und ich hätte mal meine Stimme daneben aufnehmen müssen und dann quasi Outtakes davon machen müssen. Weil da, wo es immer nicht geklappt hat, dann nicht immer, aber manchmal hat mich das halt sehr Das gefrustet. glaube ich. Weil ich wollte halt unbedingt unter die 40 Minuten kommen. Dass man dann so im Zeitstress. So ziemlich, aber irgendwann mal legt sich das. Naja, es legt sich nicht komplett, aber es ist zumindest, wenn man es jetzt zum 10. Mal probiert, dann ist es halt anders als beim ersten Ja, Mal. deswegen sind Races und Speedruns auch irgendwie so stressig irgendwie. Man muss sich beeilen und dann rennt die Zeit weg und dann ist man nervös, weil man unter der Zeit ist und muss sich mehr und mehr beeilen, macht Fehler. Ist dann schon ärgerlich. Na gut, bei Bases finde ich es jetzt allgemein nicht ganz so schlimm. Weil man dann wenigstens noch einen humanen Gegner meistens hat. Aber wenn man jetzt beispielsweise einen Speedrun macht, dann möchte man möglichst gut sein. Wenn man dann quasi nur für 5 Minuten schneller ist als normal, dann kann man dann, wie ich finde, dann kann man sich dann irgendwie nicht mal so zufrieden geben. Weil im Normalfall habe ich dann 40 Minuten aufwärts immer gebraucht. Oder 45 waren es meistens. Das ist sozusagen dein Game. Ja, das ist halt, na gut, um jetzt den Speedrun nochmal zu übertreffen oder nochmal so einen Speedrun zu machen, dann müsste ich es wieder zocken. Seitdem habe ich es nicht mal angerührt. Weil es einfach sehr heftige Erlebnisse zum Teil waren. Ich bin ja gerade dabei, das zu schaffen, was Cult Astra nicht geschafft hat mit Castlevania. Aber ich muss sagen, es ist eine verdammt harte Aufgabe. Castlevania Da ohne Save stimme ich ihm voll States. und ganz zu. Ich habe mal in einem Stream, als ich mal streamte, habe ich das auch mal versucht. Und irgendwann mal wurde es mir dann an dem Abend auch zu bunt. Glaube ich, das war wo Shadow Soul also sein vier Scharen mit dem Affen hatte. Da hat es mir dann auch irgendwann mal gereicht. Das war, glaube ich, war das der vierte oder der fünfte Boss? Also beim ersten Part habe ich jetzt zwei Bosse geschlagen. Jetzt bin ich beim Frankenstein-Boss. Na gut, der erste Boss ist nicht wirklich schwer. Der zweite geht auch noch. Frankenstein an sich ja auch, wenn man von Cult Astras Ne, das kann. Position aus angreift. Aber der Weg dahin ist das Problem. Diese scheiß Schlangenköpfe da. Diese Statuen oder Ja, die so. Medusa Ja, jetzt. das geht auch eigentlich. Die Schlangenköpfe mit den Feuerballen, die gehen richtig auf die Eier. Oh ja. Oh, ich hasse die Affen. Oder Flohmänner sind es eigentlich. Oh, die Affen sind scheiße. Das sind ja keine Affen, das sind Flohmänner. Okay, interessant. Zumindest weiß ich das von meinem Kumpel. Er sagt selber, dass er, dass alle oder die meisten fälschlicherweise das Affen nennen. Aber es sind keine Affen, sondern Flohmänner. Okay, Flohmänner also. Na toll. Das stand auch bei dem Aria of Sorrow LP, stand das, glaube ich, auch mal. Das sieht man ja auch, die Namen zum Teil von den Gegnern. Ja, und ich weiß sie selbst auch Glaube ich vom zumindest. Final Level Gamer, wie die meisten Gamer heißen. Der ist ja meistens der Spezialist für solche Sachen. Der kennt sich allgemein gut Ja. aus. Der Final ist da ziemlich der Pro.
solchen Sachen. Das gebe ich auch zu. Der kommt mir vor, als hätte er es wirklich studiert. Nee, der weiß auch der sehr, sehr viel. Zum Beispiel die ganzen Mega Man-Gegner, die weiß ja auch nicht alle auswendig. Er kennt sie alle in- und auswendig. Dann muss man schon sagen, Hut ab. Ach ja, mal so ein Core-Design-Sprite. Ich habe ja bereits im ersten oder zweiten, im ersten Part war ja schon von gesprochen. Weil damals, als das Spiel rauskam, das war die Zeit von Super Mario 64, und da gab es ja auch diese Sprite-Modelle, die man von allen Kameraperspektiven aus exakt genau gleich gesehen hat. Also, dass man quasi einfach nur flache Sprites reingesetzt hat ins Spiel. So, ich demonstriere das mal. Man betrachte mal das Skelett. Ich weiß nicht, ob du es gerade davon sehen Ach kannst. so. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Also du meinst, dass eine Art Pseudo-3D ist. Das ist einfach so ein Bild. Also es ist eine 2D-Figur, die sich dann quasi rotiert. So. Also wie bei Super Mario 64 die Bäume. Jetzt ziehe ich mal hoch. Die Bäume. Ja, es waren, glaube ich, nur die Bäume. Und die großen Gegner waren es auch zum Teil. Die Pogies. Und bei Mode 7 spielen, wie Doom, kam das auch sehr oft vor. Zumindest, nein, da waren sogar die Gegner. Sogar deren Leichen waren in 2D gehalten, die sich dann einfach rotieren. Das war lustig. Ja, weil man damals noch nicht so damit klarkam mit diesem, was ist jetzt Es hat Sprites und was sind halt. 3D-Modelle. Das kam Ja, es hat erst halt später. sehr viel Speicher gefressen. Und sehr viel Leistung von dem Spiel. Damals hatte man nicht so viel Leistung zur Verfügung, was ja auch verständlich war. Gleiches gilt auch für Schlüssel. Ich glaube, erst ab Tomb Raider 2 hat man die Schlüssel in 3D gesehen. Wenn ich auch alles. Wow! Let's play von. Auch bei neueren Spielen, bei manchen, ich meine in Far Cry 3 kam es auch, außerhalb der Render Distance waren die Bäume auch so. Weil einfach so viel auf dem Bild war. Das war ja eine große offene Welt und in der Ferne hat man einfach gesehen, nur wenn man auf dem Gleiter war, hat man sich schnell genug bewegt und weit genug gesehen, dass die Bäume sich quasi mitbewegen bis zu einer gewissen Distanz. Und dann wurden sie wirklich 3D. Also deine Ist Gleiterflüge fand ich ja recht amüsant, muss ich sagen. Fakt bei 4 auf jeden Fall. In Far Cry 4 haben sie es jetzt mit der Render Distance ein bisschen besser hingekriegt. Also ich habe da noch keinen Baum sich drehen sehen. Ich gesehen habe, dass die Äste sehr wehtun. Egal wie dick sie sind. Und dass sie nicht so viele Details haben. Aber sie sind 3D. Was ich aber noch bemängeln muss. Ich habe wieder fliegendes Gras gesehen, also fliegende Wiese. Und du hast einen fliegenden Golem gesehen. Fliegenden Golem. Bei Borderlands 2 hier, hast du. Oh ja, ne, das war ein Goliath. Ach so, fliegender Goliath, ja. Ja, und das war auch noch so ein Schurk-Goliath. Wäre er nicht einfach abgehoben, sondern auf der Erde geblieben und hätte ich ihn da getötet, dann hätte ich ihn auch noch looten können, weil in seinem Rucksäckchen oder in seiner Truhe, die er hatte, hat er Waffen drin. Und in Borderlands geht es einfach, zumindest im zweiten Teil, geht es darum, so viele Waffen wie möglich zu vergleichen. Die beste halt da. Ja, die Mumien kommen später noch zur Geltung. Du hast nicht zufällig Ape Escape irgendwo rumliegen zu Hause, oder? Nein, leider nicht. Wenn du das Spiel irgendwo im Internet siehst oder irgendwo im Laden, hol es dir, es ist verdammt geil. Es ist vom Schwierigkeitsgrad sehr gut machbar, es ist recht einfach, aber es ist ein unheimlich geiles Spiel. Es ist auch so ein geiles PSX-Game. Gibt es auch
Ist eine Trilogie, die zwei anderen sind, aber für PS2. Und ich bin tot. Na gut, tot kann man öfter in Videospielen sein, deswegen gibt es ja hier ein Respawn. Ich wurde von Steinen getrollt. Ja, wenigstens ist es nicht so schlimm wie in Tomb Raider 3 mit den Speicherkristallen. Das war ja. Das ist so ein Game, das fasse ich nie wieder an. Für die PSX. Das ist einmal durch und hat sich das, weil das Game ist die reinste Hölle. Ich mache das hier gerade nur mit 1, 2 und 4. Also der dritte möge da in seinem Grabe. Es ist ja Tomb Raider. In Frieden ruhen. Und dann machst du einen Tombstone drauf. Naja, ihr saht gerade, wir haben als erstes Gion-Teil. Und ich glaube, da reinzurennen ist. Ungesund. Ja. Ups, ich glaube, jetzt habe ich den Neustart vom Level aktiviert. Naja, ich glaube, man kann die aktuelle Position immer noch. Ach so. Ja gut, das, was du meinst mit den Spawnpointen. Ich wusste gar nicht, dass das klappt. Ich dachte, dann start ganz Level neu. Gottes Willen, das wäre ja dann Assi. Ja gut, Ja, wahrscheinlich. ich habe jetzt in dem Teil habe ich ich kenne allgemein Tomb Raider nicht so sonderlich gut. Ich weiß nur ein paar Ausschnitte, also sehr grob und sehr, sehr wenige. Ich glaube, es war Tomb Raider 1 oder 2, da war so ein Skorpion und da musste man irgendwo rüberkommen. Es Also, sind lange, lange Let's Plays. Das sage ich schon mal. ja, es sind ja auch Rätselspiele, da rätselt man sehr lange in einem Level rum, teilweise. Ich glaube, es war Tomb Raider 2 damals. Das fällt da. Wirklich sonderlich oft habe ich es nicht gespielt. Es war vielleicht ein, zwei Mal. Gut, ich glaube, das war's auch schon. Jetzt kommt nämlich gleich noch eine Cutscene. Ich würde sagen, die ziehen wir uns noch rein. Na, den Save Point will ich nicht. Da werde ich schon dreist beschossen. In dem Game sind ja, im Vergleich zum zweiten, also Menschen eher weniger Feinde. Hier sind noch mehr so Tiere und Kreaturen, die Gegner. Das haben sie ja später dann verändert. Dass nicht nur die Tierwelt was von ihrem Körper Ja, eben. abhaben will. Und ich glaube, ja, Cutscene. Immer dieser Ladebalken bei älteren Spielen. Tja, jetzt haben Sie meine volle Aufmerksamkeit. Aber ob ich auch Ihre habe? Hallo? Wart's ab, wenn ich dich in die Finger kriege. Natürlich. Du und das dämliche Stück vom Skion. Wenn du es unbedingt behalten willst, stopfe ich es dir in deinen verdammten. Moment, sprechen wir gerade über das Artefakt? Darauf kannst du Gift nehmen. Moment, tut mir leid. Sie sagten Stück. Wo ist dann der Rest? Miss Nadler hat Pierre Dupont darauf angesetzt. Und wo sucht er danach? Den erwischst du nie. Sie meinen also, das Geräte hier hält nicht nur auf? Keine Ahnung, wo seine krummen Ganovenbeine ihn hingebracht haben. Da muss. Müssen Sie Miss Nadler fragen. Danke, das werde ich tun. Nice Kick.
des heiligen Franziskus quälen mich neue Versuchungen. Meine Brüder munkeln, dass unter unserer Abtei der Körper des Tirukan begraben wird. Einer der drei mythischen Herrscher des verlorenen Erdteils Atlantis. Und dass ein Stück des atlantischen Erbes bei ihm liegt. Ein Anhänger, der zwischen den drei Herrschern des untergegangenen Erdteils Atlantis aufgeteilt wurde, um seine unermesslichen Kräfte im Zaum zu halten. Kräfte jenseits derer des Allmächtigen, des Schöpfers. Mir wird schwindelig von solchen Möglichkeiten, die so dicht an meinem sterblichen Selbst liegen. Jede Nacht geißle ich mich, um mir die Vorstellung auszutreiben, aber es ist wahrlich eine schwere Prüfung. Pierre, du Umweltverschmutzer. Ja, damit sind wir auf der Spur vom zweiten Skion. Das führt uns nach Griechenland. Und zwar nach St. Francis Foley. Das war das erste Level von Griechenland. Erst mal eine Runde Gyros. Hier oben bin ich erstmal sicher. Kann ich mich gleich den Part beenden? In der Stage sind nämlich Löwen und Affen. Oh je. Die Gegner. Sieht doch Spaß an. Ich weiß, TK7 hat die Affen immer verschont. Das wird hier ein bisschen schwierig werden. Naja, das war's für diesen Part von Let's Replay Tomb Raider 1. Mit dem Sirax. Und im nächsten Part vielleicht sogar mit noch anderen Gästen. Wer weiß. Also bis dann. Tschüss, Sikorski, Leute. Tschüss.